Also auf Lone Wolf ist wirklich wild. Du kannst den Bots beim Arbeiten zusehen. Offen in Sturmwind. Das ist den Leuten so egal. Der Mist, das sind diese ganzen Mage-Bots, die hier. Die alle da drinnen flyhacken. Ja, das Verlies hat man. Das Verlies. Magier. Da sind unendlich viele Mages drin, 50 plus. Ja, die meisten gildenlos. Die da drinnen flyhacken und dann gehen sie hier raus. Wie der hier zum Beispiel. Und normalerweise sieht deren Script so aus, die laufen hier diese Route lang. Es ist ganz schwer zu erkennen, dass es ein Bot ist. Dann blinzeln sie diesen Weg und jetzt wird er gleich ganz scharf hier links abbiegen. Rechts abbiegen. Zack. Bapp, einmal rein. Und jetzt geht er hinter den Tresen. Zack. Und spricht mit dem. Ein normaler Spieler würde niemals hinter den Tresen gehen. Der würde so mit dem reden. Und ein normaler Spieler würde auch nicht so laufen. So. Der würde einfach hier so vorbeigehen. Und wenn er gleich rauskommt, wird er hier lang gehen, wieder Zack-Zack machen. Und er wird vorne links an der Säule vorbeigehen. Pass mal auf. Wenn er gleich wieder rauskommt. Da kommt er. Da war der Zickzack. Da kommt das Blinzeln wieder. Und wenn er links an der Säule vorbei und dann wieder zack. Einmal rein. Und da ist er wieder drinnen. Und macht seine nächste Tasche voll. Und die Dinger flyhacken da drin. Offen in Sturmwind. Da kommt der nächste Bot raus. Wenn es ein Bot ist. Schauen wir nach. Bione. Meint ihr, der wird wieder rechts abbiegen? Nee, das ist der andere Bot. Der hat ein anderes Script. Der geht hier lang. Und der geht nicht ganz hinter den Tresen. Der geht rechts an den Tresen ran. Der geht hier so ran. Ja. Das ist das zweite Script. Manche gehen hier hinter, manche gehen rechts an den Tresen. Und sein Script geht hier vorne lang. Der wird hier gleich vorbeilaufen. Pass auf. Der wird wahrscheinlich den Weg hier gehen. Also nicht diesen Zickzack, sondern ein bisschen normaler. Und natürlich ein bisschen optimierter, ne? Da. Der geht den. Und da kommt der nächste. Und zack. Rein geht er. Hinter den Tresen. Und hinter den Tresen. Sehr schön. Das Ding ist, du kannst ein Ticket machen und dich den ganzen Tag dahin stellen, Leute reporten. Aber irgendwann hast du keinen Bock mehr. Oh, guck mal, wer da rauskommt. Mal gucken. Rechts lang. Zack. Hinter den Tresen. Mal sehen. Natürlich hinter den Tresen. Wunderbar. Das Ding ist, ich habe alle schon gemeldet. Ich habe so viel gemeldet. Irgendwann hast du keinen Bock mehr. Ich habe 300, 400 Accounts gemeldet. Der hat dasselbe Script wie der andere. Ja, der rennt hier mal lang. Und der wird nicht hinter den Tresen gehen, sondern daneben. Zack, der geht hier daneben. Ja, diese beiden Scripts gibt es. Daneben und hinter den Tresen. Einmal hier entlang, einmal da entlang. Und der wird wieder links an der Säule vorbeigehen und rein. Und im Endeffekt, du kannst hier den ganzen Tag dahin stellen, alles. Natürlich ist es eine Störung der Spielgrundlage, klar. Es ist auch bannable, natürlich ein Bot-Account. Aber Leute, ich habe so viele Accounts gebannt. Zack, da geht er rein. Und es ist hinter dem Tresen. Ziemlich sicher. Jupp, da ist ein Script hinter dem Tresen. Irgendwann, du bist einfach müde. Ja. Oh, guck mal hier. Das ist kein hinter den Tresen, das ist ein seitlicher Tresen-Script. Der geht wieder hier entlang und stellt sich rechts daneben. Zack. Ich meine, es bringt natürlich was. Ich habe auch alle schon tausendmal reported, aber irgendwann wirst du einfach müde. Ja. Du hast einfach keinen Bock mehr. Und da ist halt das Schöne an Living Flame. Auf Lone Wolf kannst du den Bots wirklich beim Arbeiten zusehen. Wie dem hier zum Beispiel. Der wird auch wieder da reingehen. Entweder hinter den Tresen. Okay, das ist ein hinter dem Tresen-Bot. Der wird jetzt rechts reingehen. Jo, das ist ein neuer. Er ist auf jeden Fall in der SNG-Destroyer. Wo geht der hin? Das interessiert mich jetzt. Wenn es ein Bot ist. Aber der hat dieses Ding an. Normalerweise hat es kein anderer Mage an. Wo geht der hin? Das ist sehr interessant. Das ist auf jeden Fall, der bewegt sich wie ein Bot. Der geht hier rein. Okay, wieso geht er hier hin? Was kann ich für euch tun? Und nicht zu dem anderen Händler. Für die Allianz. Hm, das ist sehr interessant. Er geht zum Briefkasten, kann es sein? Vielleicht ist er reparieren gegangen, ja. Er kann da rappen, okay. Dann war er reparieren und Briefkasten machen. Wahrscheinlich je nachdem, ob das Ding voll ist dann. Zack. Jo, schade, danke für den Prime Sub. Einen Wunderstellen. Man kann einstellen, dass er das Geld an seinen Main Account schickt. Okay. Ist vielleicht dann sicherer, ne? Geht er da lang? Okay, ist das hier auch einer, der da lang geht? Oder ist das kein Bot? Ich meine, deine Ingi-Brille auf, ne?
Nee, das ist kein Bot. Das sieht man, der läuft normal. Der läuft hier wirklich so um die Kurve. Ah, das hier ist noch einer. Vielen Dank für den Prime. Schau, ein wunderschön. Aber deswegen, wie gesagt, Living Flame, zum Glück ist er gelockt. Wir haben kaum Bots drauf. Wie sieht es denn mit dem hier aus? Ist es ein rechter Abbieger hier? Er ist ein hinter dem Tresenbot. Jupp, ab hinter den Tresen. Hast ein Prime, hau ihn rein, so sieht's aus. Ich finde es wild. Und das ist kein hinter dem Tresen, das ist ein rechts neben dem Tresen. Das ist rechts neben dem Tresen. Vor der Tresen. Das ist neu. Aber vielleicht ist es auch kein Bot. Ich will es auch nicht jedem unterstellen. Ja. Aber es sieht halt schon sehr verdächtig aus. Okay, das ist Script Nummer 4, wenn es einer ist. Der ist gerade eben schon mal gelaufen. Oh, der ist stuck, Leute. Oh, der ist stuck. Oh, der ist stuck. Oh, oh. Okay, wo geht der jetzt hin? Okay, das ist auf jeden Fall ein legitimer Spieler, oder? Also, der muss legitim sein. FDXJTE, dein Name. Oh, das ist wieder einer, der hier Briefkasten geht. Kann das sein? Also die Problematik, wieso Lone Wolf so viele Bots hat und Living Flame nicht, ist einfach nur der Unterschied. Lone Wolf ist sehr voll und nicht gelockt. Auf Living Flame kommen keine neuen Bots drauf. Die, die einmal gebannt sind, sind weg. Ist das ein legitimer Spieler? Der hat so einen weirden Namen, ne? Ist, glaube ich, ein legitimer. Oder er hat kurz eingeloggt, aber der Name ist halt schon sehr weird. Okay, was haben wir da noch? Wie viele haben wir mittlerweile gesehen? Einige, ne? Was ich halt irgendwie so dreist finde, die machen das einfach in Stormwind drinne. Da ist der nächste. Da ist der nächste. Wieder zwei Stück. Vielleicht roleplayt er jetzt Bot, das könnte sein. Und wie gesagt, das finde ich so ekelhaft. Die wissen ganz genau, die werden nicht gebannt und machen es in Stormwind. Ja. Ein Glück spiele ich auf Living Flame. Ich auch, ja. Was wollen die im Verlies? Die sammeln da Raw Gold. Mehr machen die nicht. Also Mages sind halt sehr, sehr gut für AOE-Farming. Ja. Und das Gute ist, Blizzard hat ja nicht nur keine... Blizzard hat nicht nur keine Lösung gegen Bots. Sie können auch nicht sehen, ob sie Fly hacken. Und was diese netten Mages machen, ja. Die netten Mages, die gehen da rein. Right. Die gehen hier schön nach. Die gehen hier rein. Hier geht's runter, ja. Dann ist hier das Verlies. Okay. Hier ist der Mage. Der teleportiert sich durch den ganzen Dungeon durch. Der teleportiert sich hierhin, dahin, dahin. Zieht die ganzen Mobs zusammen. Und dann macht er mitten im Teleport-Hack. Ballert er die ganzen Mobs weg. Fliegt auch manchmal in der Luft rum. Fliegt dann hier in der Luft rum, ballert hier runter. Piu, piu, piu. Warte, der macht hier so geile Superflammen. Wo sind diese geilen Superflammen? Hier. Die macht er. Na, ja, dann ballert er die alle weg und dann loadet er das ganze Gold. Na, hier ist dann der dicke Goldschatz. Da geht der Lümmel dann hin. Ja. Kann ich das nicht hier ausschneiden? Warte mal. Der geht dann dahin so, na, nimmt sich das Gold und dann lauft er raus. Verkauft er den ganzen Mist, geht er wieder zurück, lootet das Gold und so weiter. Und das Ding ist, der wird nicht super viel machen. Der macht ein paar Gold die Stunde. Weiß ich nicht, 10 Gold maximal die Stunde. Maximal, denke ich. Aber das Ding ist, du läufst einfach 500 von den Mobs. Mindestens 500 von den Bots. Und das rentiert sich extrem. Also diese ganzen Botter, also diese riesigen Bot-Firmen, die wirklich 500 Accounts gleichzeitig laufen haben. Was meint ihr, was die für Kohle scheppeln? Also, na gut, und das machen die da drin. Genau wie die Bots in Shadow Fan Keep. Mit Shadow Fan Keep sind die Schurkenbots. Und die Schurkenbots, das gibt es damals auch schon in Black Temple, in TBC. War das auch ganz groß. Was die Schurkenbots machen. Was sie zumindest in Black Temple gemacht haben. Die flyhacken. Und zwar flyhacken die nicht über der Erde, die flyhacken unter der Erde. Und unter der, es stehen ja überall so Truhen rum. Ja, Truhen und Mobs stehen hier rum. Da ist eine Truhe, hier ist noch eine Truhe, da ist eine Truhe.
Und dann kommt hier so ein kleiner Bot an. Na, der Lümmel hier. Und der flyhackt dann unter der Erde und lootet unter der Erde diese Truhe. Nur zur nächsten nimmt die, zur nächsten nimmt die. Und nebenbei macht er noch Pickpocketing. Unter der Erde. Hier ist der Bob, hier oben. Das ist hier der Mob, der hier. Und dann geht er unter dem Mob durch, pickpottet mit der Polizei im nächsten und so weiter. Und das ist auch schon ganz alt. Na, es gibt es auch zum Beispiel in Black Lotus, in der offenen Welt. Gab es damals. Es gab Bot-Accounts, die unter dem Black Lotus teleportiert sind und unter dem Black Lotus tot waren, den gescoutet haben, sobald er ab war, runter teleportiert, ich habe hier gerade einen Cock gemalt, runter teleportiert und fertig. Also, es gibt einfach nichts, was dagegen getan wird, ne? Und du bräuchtest halt nicht viele Leute. Du bräuchtest eine Person. Aber die Leute botten, weil sie keine Lust mehr aufs neue WoW haben. Das sind keine Privatpersonen, die botten. Und Bots gibt es seit es WoW gibt. Aber damals wurde mehr dagegen gemacht. Aber ja, also Bots sind leider... Also Blizzard hat, denke ich mal... Meiner Meinung nach hat Blizzard die Aufstellung gemacht. Sie haben sich hingesetzt. Ne? Sie haben sich hingesetzt und haben gesagt, okay, wir haben viele Bots. Das hat Blizzard sich gesagt. Was machen wir? Wir wollen natürlich unser Hauptgoal von Blizzard. Denn Blizzard macht es ja sehr gut. Unser Hauptgoal. Unendlich Geld generieren. Und da haben sie sich die Frage gestellt, Bots bannen oder nicht? Was macht mehr Geld? Was kostet weniger? Und ziemlich sicher sind sie zu dem Entschluss gekommen, dass Bots nicht bannen. Ja, oder nicht aktiv dagegen vorgehen, mehr Geld bringt, als Leute einstellen, die Bots und so weiter wegbannen. Als 100 Pro haben wir das gemacht. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Game Dev und so weiter. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Vielleicht ist es auch einfach unmöglich, gegen Bot-Accounts vorzugehen. Auch wenn sie in Stormwind einfach hier alle mit demselben Script stehen und durch die Gegend flyhacken. Vielleicht geht's einfach nicht. Ja. Ich meine, andere Spiele haben ja selbe Probleme. Guckt euch Lost Ark an. Lost Ark ist voll mit Bot-Accounts. Seit man denken kann. Ja. Auch einfach in jeder Stadt. Also, vielleicht sind Gaming-Firmen einfach nicht mehr fähig, das zu machen. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, Lone Wolf ist absolut voll. Ich würde mal gerne wissen, wie viele mehr Bots es gibt als Spieler. Und das Ding ist, du bannst eine Person weg. Genau, die wollen nichts machen wegen einer. Das meine ich ja. Denke ich nämlich auch. Das denke ich nämlich auch. Das meine ich ja. Ich denke, wie gesagt, die machen mehr Geld, wenn sie nicht dagegen vorgehen. Aktiv. Weil die Lösung wäre in meiner, also in meinen Augen wäre die Lösung einfach. Meine Lösung wäre, pro Server 1 bis 2 GMs, die nur Bots verfolgen. Fertig. Und damit hättest du schon mal aktiv was verfolgt. Die Leute würden aktiv reporten, die würden einen Report reinkriegen, der GM geht hin, schaut nach. Okay, der Flyhack gerade durch die Gegend, tschüss. Nächster, tschüss, nächster, tschüss, nächster. Aber wie gesagt, das kriegen nur Privatserver hin. Ja, Blizzard hat da irgendwie nicht die finanziellen Mittel für. Oder will sie nicht bereitstellen. Ja. Das ist halt das Ding. Spielt lieber Spiele, die fair sind. Also, no joke, stimme ich dir zu, ja. Definitiv. Wenn man sie bannt, dann müssen sie ein neues Abo machen, heißt öfter mehr Abos. Du musst überlegen, dass diese Abos von den Bot-Accounts, die sind nicht immer legitim erkauft. Also Bot-Accounts, einige Accounts sind geklaut. Number one. Geklaut. Manche sind mit VPN gekauft. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Argentinien, da kostet ein Sub irgendwie ein paar Euro. Weil ich sage jetzt mal 3 Euro oder so. Nummer 2, die kosten keine 15 Euro. Dann, pass auf, Nummer 3, die werden gekauft mit geklauten Kreditkarten. Nummer 3. Und wenn diese Bot-Accounts mit geklauten Kreditkarten die Kreditkarten zurückziehen, verliert Blizzard auch das Geld. Also ich glaube, die machen nicht die volle Summe pro Bot-Account. Das ist halt das Ding. Ich habe gerade den Tag bei Giga einen Beitrag gelesen, dann ging es darum, wie viele Bots Spieler Bots reporten und anschreiben. Das darfst du nicht machen, ja. Du darfst die Bots nur reporten, du darfst sie nicht anschreiben oder irgendwie anhauen oder so. Weil diese ganze Bot-Armee dich komplett wegreportet dann, ja. Genau, ein Bot relativiert sich sehr schnell, ja.
Also in Model Car ist es wohl so gewesen. Ich hatte einen Artikel über Botter gelesen. Der meinte in Model Car Classic, der Bot hat sich selber bezahlt. Ungefähr ab Level 75 so. Dann hat er sich schon bezahlt für einen Monat. Und ab dann ist es egal, ob er gebannt wird oder nicht. Ab dem Level. Irgendwie um den Dreh war es mal. Also keine Ahnung, Leute. Ich hoffe einfach, dass Living Flame gelockt bleibt. Ja. Aber man wird sehen. Es ist nichts, was man dagegen tun kann, ne? Das Licht sei mit euch. Guck mal, den kennen wir doch. Der war schon dreimal reingelaufen. Aber im Endeffekt kannst du dich hier vorstellen und die Dinger den ganzen Tag reporten. Ja, hallo Raptoren. Wie gesagt, du musst ein GM einstellen. Aber es wird sich nicht rentieren für die. Also Blizzard wird schon wissen, was sie tun. Um ihr Geld zu maximieren. Na gut, Leute. Ich glaube, wenn du 100 Bots reportest, bringt es null. Also du kriegst immer mal die Nachricht, danke für den Report, aber... Ich weiß, was du meinst, ja. Definitiv. Jetzt habe ich 16 Minuten über Bots hergezogen. Aua, aua. Aber ich sag mal so, Lost Ark habe ich damals aufgehört wegen dem Botting. Bei Lost Ark habe ich damals gesehen, du hattest hier... Lost Ark hatte, glaube ich, ungefähr 400.000 Spieler auf Steam. Dann kam eine Bot-Bannwelle. Und danach gab es noch 150.000 ungefähr. Irgendwie so eine Zahl war das. Auf Lost Ark waren über die Hälfte der Spieler waren Bot-Accounts. Das weiß ich noch. Das war insane. Und als ich das gesehen habe, habe ich aufgehört, Lost Ark zu spielen. Ich habe immer noch über 1 Million Gold auf Lost Ark rumliegen. Über 1 Mille. Ich bin auf Lone Wolf mit der Allianz, also mit dem hier, und auf Living Flame mit meinem Manger, mit meinem Horner. Und ich denke, ehrlich gesagt, auf SOD, ich kann mir vorstellen, dass bestimmt 20-30% Bots sind. Safe. Weil man sieht ja gar nicht alle. Du siehst ja nur die hier rausrennen auf meinem Layer. Aber das Ding ist voll. Es sind über 50 Accounts drin. Naja. 17 Minuten Rant über Bots. Man kann eh nichts tun. Ja, man kann nur reporten und hoffen. Oder man kann das Game quitten. Ja, am besten, wenn man ehrlich ist, müsste man eigentlich mit seinem Geldbeutel Blizzard zeigen, dass man da keinen Bock drauf hat und einfach das Game aufhören zu spielen. Der nächste Bot, by the way. Und der nächste Bot. Aber naja, die Sucht kickt, ne? Die Sucht kickt einfach rein. Was willst du tun?